Für das Runden benötigen wir einen gewölbten Amboss und einen Schlichthammer. Die Treibfläche des Schlichthammers sollte poliert sein, um Schäden im Blech zu vermeiden. Für das sogenannte Runden des Blechs, das vor allem für gewölbte Flächen, aber auch konkav und konvex geformte Umformarbeiten angewendet wird, dient die gerundete Fläche des Ambosses als Formbasis. Mit leichten Treibschlägen ohne Kraft wird das Blech über die Fläche des Ambosses getrieben. Damit die Treibschläge nicht zu kräftig ausfallen, kann der Zeigefinger auf dem Hammerstiel gelegt werden. Durch das Strecken des Materials entsteht eine deutliche Wölbung in dem Blech. Denn jeder treibende Schlag bedeutet zugleich, dass das Blech gestreckt wird. Die Treibspuren sind besonders bei Aluminium deutlich zu sehen. Um diese Treibspuren zu reduzieren, kann man mit einem glatten und leichten Kletterhammer die Spuren glatt treiben.